einstellige Temperaturen, kühler Wind und Regen. Das Wetter von heute wünscht sich Laurenz Blume nicht für den 30. März. Auch wenn Fahrgäste in seiner Wildwasserbahn nur ein paar Spritzer Wasser abbekommen, hofft er, unter besseren Bedingungen seine Neuheit in Nürnberg präsentieren zu können. Es ist eine familienfreundliche, klassische Wildwasserbahn. Also eine reine Vorwärtsfahrt, zwei Auffahrten, zwei Abfahrten, ein kleiner Hindernisparcours für den langen, langen Laufweg rein und raus. Da die Bahn sehr groß ist, ist der Laufweg auch sehr lang. Die Fahrstrecke beträgt 350 Meter. Die Bahn an sich gibt es seit 2022. In Nürnberg ist sie heuer zum ersten Mal. Neu auf dem Volksfest sind auch die Geschäfte Airwolf und Kickdown, so Lorenz Kalb. Für den Vorsitzenden des Süddeutschen Schaustellerverbands gehört neben den Fahrgeschäften aber auch die Gastronomie zum Volksfest dazu. Gerade die suchen natürlich Verkäuferinnen und Verkäufer. Und der ein oder andere Herr, der Chips einsammelt. Die Fahrgeschäfte haben natürlich ihr festes Personal. Da geht es zum Thema Sicherheit, ist ja ganz wichtig. Aber Aushilfen, die jetzt zum Beispiel die Fahrkarten einsammeln, sowas und solche Dinge, da wird immer jemand gesucht. Wie im letzten Jahr gibt es rund 175 Ausstellerinnen und Aussteller am Dutzenteich. Wie viel diese für ihren Platz zahlen müssen, dazu wollte sich Kalb nicht äußern. Beim Bier sei der Preis relativ stabil. Ich habe gehört, bei der Bierprobe haben wir ja das schon gehabt. In Würzburg gab es ja schon ein Frühlingsfest heuer. Und wir wissen auch die Bierpreise von der Bergkirchweih zum Beispiel. Und wir sind deutlich unter dem Preis, 1 Euro drunter. Also ich sage à la Bonheur von unserem Festwirt mit dem großen Bierzelt, der dort, glaube ich, 11,90 für die Maßen nur nimmt, unter 12 Euro und trotzdem Live-Musik jeden Tag anbietet. Jeder kalkuliere am Volksfest für sich selbst. Bei wem es keine Live-Musik gibt, der schenkt deshalb die Maß Bier oft günstiger aus. Zurück zur sogenannten größten transportablen Wildwasserbahn Europas. Hier kostet der Eintritt für Erwachsene 7, für Kinder 5 Euro. Am Samstag geht es für Blume dann los. 2 Wochen lang feiert seine Bahnpremiere in Nürnberg.